Stell dir vor, du könntest mit deinem Wohnmobil, deinem Geländewagen mit Dachzelt oder einfach nur mit deinem Auto und deinem Zelt auf einen eigenen Standplatz hier in unserem Buschkraftareal auf Aldo Labbadé fahren und könntest in Alleinlage, ganz allein, eine wunderbare Aussicht genießen, die Ruhe genießen und trotz alledem ja, so ein bisschen Komfort nutzen. Wenn dich das irgendwie interessiert, dann würde ich sagen, bleib dran, denn unser neuer Standplatz Steininger, der bietet all das. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Aldo Labbadé. Schön, dass du dabei bist. Das ist unser neuer Standplatz Steininger. Und das ist wieder ein bisschen ein anderes Konzept als das, was wir schon bei unseren anderen Zeltplätzen, Buschkraftplätzen oder auch den Häusern haben. Denn hier hast du wirklich einen Standplatz. Das heißt, du fährst direkt mit deinem Fahrzeug aus dem Tal in diese wunderbare Umgebung. Alleinlage, hier ist rundherum nichts, das ist hier eine Sackgasse, du bist hier am Ende der Straße, es kommt hier niemand vorbei, kein Durchzugsverkehr, kannst auf jeden Fall mit 3 Fahrzeugen hierher kommen und deinen Buschkrafturlaub, deinen Waldurlaub genießen. Was bedeutet das jetzt konkret? Du kommst mit deinem PKW oder du hast einen SUV mit Dachzelt oder willst das Zelt nebenbei aufstellen, auch das ist kein Problem, oder mit deinem Wohnmobil hier herauf auf den Standplatz Steininger, hast dann Strom zur Verfügung. Es gibt hier dann auch eine eigene Toilette. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist Wasser. Das heißt, einen Wasseranschluss gibt es hier nicht. Es gibt hier auch keine direkte Quelle. Aber sonst ist alles mit dabei. Du hast hier diesen Gartenkamin der Firma Firestar zur Verfügung, mit dem man wunderbar Feuer machen kann, grillen kann, direkt mit dem Feuer kommunizieren kann. Ich mache das wirklich gern, das ist nämlich mein Buschfernsehen. Ja? Und hast trotz alledem Komfort und Natur in einem. Das Konzept gefällt mir jetzt schon. Wenn du natürlich kein Wohnmobil hast, kannst du auch mit deinem Fahrzeug hierher kommen und ganz normal zelteln. Auch das ist kein Thema. Wir haben hier auf diesem Standplatz für 3 Fahrzeuge auf jeden Fall Platz. Wenn man ein bisschen sich arrangiert und das Ganze ja, schön herstellt, dann gehen da auch vielleicht 4. Informier dich auf jeden Fall. Ich gebe dir den Link unterhalb von dem Video direkt auf unsere Webseite auf waldurlaub.at und schau dir ganz einfach an, welche Möglichkeiten es gibt. Und natürlich, wenn du Fragen hast, melde dich gern unter office@waldurlaub.at und dann beantworten wir auch gerne diese Fragen. Also das Konzept ist einfach einmal ganz was anderes. Wir haben sehr viele Anfragen gehabt. Ja, ist es denn möglich, bei euch einmal mit einem Wohnmobil oder mit einem Campingwagen oder mit einem SUV mit einem Dachzelt zu kommen? Und das hat alles nicht so richtig gepasst und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eben genau diesen Standplatz hier am Steininger. Aber eine Sache ist auch klar, du kannst dennoch das Buschkraftareal, so wie du das kennst, nutzen. Das bedeutet, du kannst zum Badeteich gehen, der ist gar nicht weit weg. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du unseren Bogenplatz benutzt. Du kannst dich hier bewegen, du kannst hier Bushcraft machen, du kannst hier dein Survival Training machen, all das, du kannst die Natur genießen, so wie auch sonst, aber du hast halt kein Haus dabei, sondern kommst mit deinem Wohnmobil oder mit deinem Fahrzeug, mit Dachzelt oder einfach nur zum Zelteln und das ist die Idee dahinter. Wenn du Fragen hast, stell sie sehr, sehr gerne. Ich kann dir nur sagen, dass dieser Platz wieder mal sowas ganz Besonderes hat, einfach mit dem wunderbaren Panorama. Du hast hier Berge mit Felsformationen. Du schaust darunter, jetzt aktuell ist Herbst, diese ganzen Farben hier, ist einfach eine Pracht, das anzusehen. Und es ist einfach ein wunderbarer Sonnenaufgang, weil du schaust wirklich Richtung Osten heraus. Das hat was, das kann was. Wenn du Fragen hast, stell sie sehr, sehr gerne. Ich würde mich wieder freuen, dich hier bei uns auf Waldurlaub.at im Buschkraftareal begrüßen zu dürfen. Und ansonsten Daumen nach oben, Kommentar schreiben, Video teilen. Dankeschön, dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.